Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video hier bei der HTML Tutorial. Und ihr kennt es sicher von früher. Ja, endlich kommen wieder PHP, CSS, MySQL Tutorials. Beziehungsweise nicht wirklich Tutorials, sondern eine Videoreihe. Ich werde es jetzt durchziehen. Ich programmiere zusammen mit euch ein komplettes Browser-Game. Ihr kennt bestimmt, oder viele von euch kennen bestimmt Shakes and Fidget. Oder Hero Zero oder Cultures Online, ja, wobei eher nicht Cultures Online, aber solche Spiele in die Richtung. So ein Spiel wird das werden, auch mit einem, ich kann schon ein paar Sachen verraten. Also man kann skillen, es gibt natürlich einen Shop mit zufälligen Items jeden Tag. Man kann also es gibt PvE, es gibt PvP. Dann gibt es Gilden, Ranglisten, es gibt Quests, es gibt alles Mögliche wirklich. Es wird ein sehr geiles Browser-Game und ja, wesentlich mehr kann ich dazu tatsächlich noch nicht sagen, weil ich noch gar nicht weiß, was ich hier alles mit reinpacken will in dieses Spiel. Und da würde ich euch dann tatsächlich auch bitten, unter dem jeweiligen neuesten Part, falls ihr eine Idee habt, das unter dem Part zu schreiben, damit ich das dann in den nächsten oder in den kommenden Parts direkt umsetzen kann oder dazu sagen kann, ob ich das machen werde oder ob ich das nicht machen werde. Das größte Problem bei der Geschichte werden die Grafiken sein, da ich persönlich kein so guter Pixel-Designer bzw. Grafikdesigner bin. Und ja, aber ich glaube auch, das kriegen wir irgendwie hin, sonst hole ich mir eben noch Hilfe von anderen. Ja, ich versuche mindestens ein Video die Woche zu bringen. Für alle, die meine BF in der Videos schauen. Ist klar, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Waffen. Irgendwann wird diese Serie natürlich aufhören müssen. Und ich brauche irgendwas, das diese Serie ersetzt. Ich meine, das sind schließlich 4 Tage die Woche. Ja, und dann würde ich sagen, war es das erstmal für dieses Video. Und ich denke, jetzt im Laufe der Woche wird mindestens ein Part hier online gehen. Ich werde, denke ich mal, auch offscreen weiter programmieren. Sehen, weiß ich noch nicht, werden wir noch sehen. Und ja, bis dann, viel Spaß und ciao.